Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hasred-Box von Moody. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hasred von Moody. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So. So sieht das Ganze aus. Wir hatten hier noch auf der Folie einen FSK 0 Sticker, der uns verrät, dass wir auch hier wieder eine DVD vorfinden werden. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box mit rotem Zierrahmen, solche Leisten rundherum und dann in der Mitte eine Menge Rosenblätter und hier lesen wir dann Hasret. Hasret ja meines Wissens aus dem Türkischen und heißt so viel wie Sehnsucht auf Deutsch. Rundherum weiß, auf der linken Seite lesen wir den Schriftzug von Moody und auf der Rückseite haben wir hier auch wieder diese Zierrahmen und den Boxinhalt aufgelistet. Hasred Album CD, Piano Edition CD, Instrumental CD, Tour DVD, zwei Ketten plus Anhänger, teilbar, exklusives T-Shirt, Moody Starschnitt lebensgroß, drei Moody Poster und Autogrammkarte handsigniert und Sticker, darunter einen Barcode. Jede Menge Inhalt von dieser Liste jetzt. Wir schauen mal hinein. Das Ganze eine Klappbox geht dann hier auf. Wir haben hier einmal ein Shirt. Das dürfte diese Halskette mit dem Anhänger sein. Dann haben wir die Tour-DVD, die Piano-Edition, die Instrumentals, das Album an sich, einen Sticker, eine Autogrammkarte und 1, 2, 3 Poster. Das ist eine Menge. Von innen die Box glatt weiß. Es gab zusätzlich zu dem Inhalt, den ich euch jetzt mal hier rausgeholt habe, gab es auch noch zwei Gewinnspiele. Und zwar gab es zwei so Klettverschluss-Griffe mit Moody-Logo eingestickt. Und die gab es zweimal eben, die wurden in zwei Boxen reingesteckt. Und wenn man die in der Box hat, dann darf man einen Tag auf Tour, also einen kompletten Tourtag mit Moody verbringen. Konzertdate seiner Wahl bekommt man einen Eintritt und man konnte sich aussuchen, freie Platzwahl bei einem Konzert. Also man konnte sich zum Beispiel aussuchen, ob man das Konzert in der ersten Reihe wahrnehmen möchte oder von der Bühne aus oder hinter der Bühne oder was auch immer. Und zusätzlich wurden auch noch 10 Sabre-Pässe in der Box, in den ganzen Boxen verteilt von seiner letzten Tour. Und falls ihr so einen Pass dabei habt, dann habt ihr gratis Eintritt auf Tour, also auf ein Date eurer Wahl. Und ihr dürft auch Backstage und mit Moody ja, quatschen und Fotos machen. Gut, ich habe weder das eine noch das andere in der Box. Aber kein Thema, wir schauen uns jetzt mal den Inhalt an. So sieht das Album aus. Wir lesen hier auch wieder Hasred mit diesen Rosenblättern, wie wir es schon von der Box kennen. Und hier oben lesen wir Hayat präsentiert Moody. Wir haben Moody hier abgebildet. In schwarz und weiß und dann hier sieht aus wie das Gesicht einer Frau, das hier gerade weint. Also das sehr bezeichnend für dieses Thema, Sehnsucht. Auf der Seite lesen wir auch wieder Moody Hasred. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Stück an der Zahl und wir haben drei Features. Und zwar Deria, Deria und dann hier einmal Yoni. Also zwei Features auf drei Tracks verteilt, Barcode und Credits. So sieht das Ganze aus. Als erstes kommt uns hier einmal ein Einleger entgegen über die Hasred Tour 2018. Das sind die Tour Dates. Und noch Moody Merchandise. Und dann haben wir natürlich ein Booklet. So sieht das aus. Weißt du, dass man Sehnsucht auch Liebe nennt? Wir haben hier eine Aufnahme
Ja, sieht nach Meer aus. Und hier in der Ferne ein paar Hochhäuser zu sehen, die Küste. Moody, die Autogrammkarte. Also genau diese Abbildung haben wir auch auf der Autogrammkarte. 14 Tracks hier, inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Eine weitere Aufnahme von Moody hier über beide Seiten. Dann hier noch die Credits zum Album. Eine weitere Aufnahme. Alles Gute, kommt zurück auf einen Karma, Inshallah. Okay. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Also, je nachdem, wie ihr euch verhaltet, bekommt ihr oder über kurz oder lang das Ganze zurück. Hier auch wieder Rosenblätter. Und zum Abschluss nochmal Moody. Gut, dann machen wir diesen Einleger wieder rein. Die CD in Rot und Weiß gehalten. Moody Hasret lesen wir hier. Und auch hier wieder Rosenblätter. Das Ganze kommt in einem Standard-Toolcase. Dann haben wir die Instrumentals. Die kommen in einem Digisleeve in einer Papphülle. Hayat präsentiert Hasret Instrumentals. Und hier haben wir diverse Rosen abgebildet, die hier Blätter lassen. Auch hier 14 Tracks, also 14 Instrumentals hier mit drauf. So sieht die CD aus, ebenfalls in Weiß und Rot. Dann haben wir die Hasret Piano Edition. Hier haben wir Moody, so etwas verwischt dargestellt mit Kappe. Und hier haben wir 6 Tracks des Albums in der Piano-Version. Gab es ja auch schon beim vorigen Album, bei Sabre gab es ja auch diese Piano Edition dabei. Die CD in Schwarz und Rot, gefällt mir gut. Kommt ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine dritte Papphülle, ein drittes Digisleeve. Dieser haben wir auch den FSK-Sticker zu verdanken. Sabre Tour-DVD. So sieht das aus. In diesem Fall hier wirklich aufgedruckt und nicht mit Sticker gelöst wie auf der Box. Und hier dürften wir wohl einen Eindruck bekommen der Sabre Tour in Schwarz, Rot und Weiß, die DVD. Und diese, wie gesagt, ebenfalls in einem Digisleeve. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diese hier mit schwarzem Stift unterschrieben, Moody sitzend. Auf der Rückseite auch wieder Schwarz und Rot, Hasret. Schön gemacht. Einen Sticker im Querformat. In Schwarz und Weiß gehalten, Hasret Moody lesen wir hier. Dann haben wir diesen Stoffbeutel und hier wird wohl die Halskette drin sein mit diesen zwei Anhängern. Jawohl, und zwar sind hier noch zwei so kleine Plastikbeutel in diesem Stoffbeutel drin. Und dann haben wir hier zwei goldene Halsketten. So, das ist die eine Seite. Und dann haben wir noch die zweite Halskette mit der zweiten Seite. So, also zwei goldene Halsketten inklusive zwei goldenen Anhängern. Und diese beiden ergeben dann ein Ganzes. Also wir lesen hier. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Hasret, hier in goldener Schrift, auf goldenem Untergrund. Sieht schön aus. Und das Ganze eben in der Mitte so gespalten, auseinander gemacht. Und das ist ja entweder für euren Partner, für eure Partnerin gedacht, oder aber für euren ja, besten Freund, für eure beste Freundin kann man hier verwenden. Und das Ganze ist dann hier mit so einem regulären goldenen Verschluss zuzumachen. Also zwei idente Halsketten mit zwei jeweils unterschiedlichen Hälften dieses Hasret-Plättchens. Nette Idee, habe ich so auch noch nie gesehen in einer Box. Und bevor wir zum Shirt kommen, haben wir noch drei Poster an der Zahl. Und das Heftige daran ist, dass wir einerseits das hier haben, also wir haben Poster in A1 und zwar dreimal. Auch hier wieder mit diesem Zierrahmen und hier haben wir Moody abgebildet, sitzend vor einer Treppe oder an eine Treppe gelehnt. So sieht das aus.
Und auf der Rückseite haben wir dann in dem Fall die Beine von Moody, denn das Ganze ist dann dieser Starschnitt in Lebensgröße. Also, wenn ihr damals irgendwie vor einiger Zeit noch Bravo und Bravo Hip Hop und wie das Ganze geheißen hat, gekauft habt, dann kennt ihr das eventuell noch. Und zwar kann man diese drei Poster dann zu einem großen, zu diesem Starschnitt zusammen machen. Ich zeige euch jetzt mal erstmal die drei einzelnen Poster und dann schauen wir uns das Ganze an, wie das im Starschnitt ausschaut. Das Ganze hier auf dem Tisch, glaube ich, nicht herzeigbar, deswegen werde ich das Ganze dann mal am Boden präsentieren. Also, wir haben hier Poster Nummer 2, Moody mit olivgrüner Jacke auf einem weißen Pferd. So sieht das aus. Und dann haben wir noch ein drittes Poster. Dieses ist natürlich ebenfalls in A1 gehalten. Also alle drei Poster beidseitig bedruckt und in A1. Das dritte Poster ist dann im Querformat auch wieder. Und hier haben wir Moody sehr stark im Schatten hier abgebildet. Und es sieht aus wie Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang hier gerade. Und auch hier wieder so Zierrahmen. So, dann werden wir diese dreimal zu diesem Starschnitt zusammen machen. Dann machen wir an dieser Stelle mal kurz einen Cut und ich zeige euch, wie das Ganze dann in dem Starschnitt alle drei Poster zusammen aussieht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man die drei Poster zum Starschnitt zusammenfügt. Also wir haben hier echt Moody riesengroß, Moody in Lebensgröße hier abgebildet. Rolex ist auch am Start. Habe ich in der Form auch noch nie gehabt, in einer Deutschrap-Box. So einen Starschnitt, also das ist für mich auch Premiere. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr diese drei Poster dann einzeln verwendet, diese 3A1 Poster im Querformat, oder ob ihr es dann wirklich in diesem Starschnitt hier zusammenfügt. So, und dann kommen wir noch zum letzten Inhalt der Box, zum Shirt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Hasret Moody lesen wir hier. Rückseite blank schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck Hasret und darunter Moody zu lesen. Das Ganze relativ klassisch in schwarz und weiß gehalten. Allerdings, so die Schriftart gefällt mir gut. Mit diesen Schnörkeln und so kann man gut anziehen, auch wenn hier wirklich nur Interpret und Albumtitel steht. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann die drei Poster im A1 Format. Könnt ihr, wie gesagt, zu diesem Starschnitt zusammenfügen. Dann haben wir einen Sticker. Eine unterschriebene Autogrammkarte, die Sabre Tour DVD, die Piano Edition, die Album Instrumentals, dieses kleine Stoffsäckchen, in diesem befinden sich dann diese zwei Goldketten mit Anhänger und natürlich das Album an sich, Hasret. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hasret von Moody. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moody unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.